Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club und herzlich willkommen zu einem neuen Einhorn-Video. Ich habe hier das Pink Einhorn und zwar kennt ihr es vielleicht schon, das ist ja aus den Schmilzknete-Videos entstanden. Ich habe hier die Teile von der Schmilzknete, also die Mähne, den Schweif, die Augen und auch das Horn in Knete gesteckt, die aushärtet. Also ist das Einhorn nicht weggeschmolzen und ist so schön stabil geworden. Sieht natürlich ein bisschen, ich sag mal gewöhnungsbedürftig aus, ist ein bisschen dellig und ein bisschen windschief, aber ich finde es total sympathisch und ich habe beschlossen, es bekommt auf jeden Fall auch noch einen Namen und jetzt kommt ihr natürlich wieder ins Spiel. Ihr dürft Vorschläge machen. Wie soll dieses nette Einhorn hier heißen? Oder sagt ihr, es ist vielleicht doch eher eine Ente? Also wenn ihr sagt Einhorn oder Ente, könnt ihr natürlich auch unten in die Kommentare reinschreiben. Und natürlich Namensvorschläge, wie das Kleine hier heißen soll. Ihr könnt auch noch sagen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Alles unten reinschreiben und dann gibt es in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch wieder eine Abstimmung. Und da dürft ihr dann wieder entscheiden, welcher Name es denn dann schlussendlich wird. Ich bin sehr gespannt und freue mich schon super drauf, eure Kommentare zu lesen. Und ich hoffe natürlich, die Aktion gefällt euch auch wieder. Wenn es so ist, natürlich einen dicken Daumen nach oben da lassen. Und vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten den Abonnieren-Button drücken und auch die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!